Aber meistens bin ich halt auf Blödinen mittlerweile, weil, oder Blödian, je nachdem. Weil es einfach von vorne und hinten beleidigend und diskriminierend ist, aber gut. Es gibt halt einfach Klischees, die sich in der Gesellschaft festgebissen haben. Und diese loszuwerden, dauert einfach. Aber wenn jeder ein bisschen was dazu beisteuert, schafft man das. Gut, worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte. Wenn ich jetzt nicht diesen Hänger gehabt hätte wegen der Sequenz, würde ich jetzt sogar noch wissen, worum es ging. YouTube, ich schaue bei dem und dem. Das ist das Tolle, wenn man unvorbereitet in eine Aufnahme geht. Wie immer eigentlich. Ich habe mir zwar ein Thema rausgesucht, aber mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Aber ich habe nicht im geringsten daran gedacht, mir Notizen zu machen. Wieso geht das so nicht? Ah, jetzt geht das okay. Okay, jetzt stimmt es so. So. Jetzt kann ich das mit dem Schiffbau dann auch richtig machen. Gut, ja, keine Ahnung, also. Ich weiß gerade, wie gesagt, eben bei YouTube und dass das alles teilweise so ein bisschen blöd ist. Von den Leuten ja auch. Und wenn ich es eben gewohnt bin, da gewisse Dinge zu so sehen, dann. Ja, wenn ich da unbedingt daran festhalten will, dann kann ich mir die alten Folgen ja auch wieder anschauen. So ist es ja nicht. Und wenn eben jemand was macht, was. Ach ja, genau, PewDiePie und die Kommentare, da war ich. Hoppla. Oh. Ich mache die Gedankensprünge. Wenn ich mir jetzt einen PewDiePie anschaue, der eben da irre viel Werbung macht und den Anstand genau da ging es weiter, dann habe ich ehrlich gesagt das Bedenken oder vielmehr das fehlende Konzept dahinter, dass da eben viel mehr YouTuber jetzt theoretisch sagen könnten. Ja, im Prinzip muss ich ja gar nicht auf meine Community achten, weil bei dem geht es ja auch. Der macht das ja auch so. Der grenzt ja im Prinzip auch seine Community komplett aus. Warum soll ich das dann nicht auch können? Und dann wird es irgendwann kritisch, denn wenn das wirklich mehrere Leute machen, einfach aus dem Grund, dass sie denken oder glauben, sie können sich das leisten, weil sie eben groß genug sind. Ich meine, gut, es gibt jetzt keine deutschsprachigen YouTuber, die so groß sind wie PewDiePie. Das wäre auch extrem bitter. Denn PewDiePie ist halt nun mal englischsprachig und der erreicht einfach mehr Leute. Aber es ist halt. Oh Gott. Wieso habe ich den Wecker eingeschalten gelassen? Ja, also wer es mitgezählt hat von der letzten Aufnahme her, es ist jetzt 8:55 Uhr und 19 nochmal an den Leuten. Was habe ich für Wecker eingestellt? Gottes Namen.
Um Gottes Gottes. Ist ja nicht so, dass ich erst seit 6 auf bin oder so. Es ist ja. Ja, egal. Das ist übrigens auch ein Klischee für YouTuber, dass die immer irgendwie so tagsüber schlafen und nachts wach sind. Nöp. Bei mir geht's in letzter Zeit irgendwann zwischen 22 und 24 Uhr ins Bett, weil ich's davor echt lange übertrieben habe und jetzt mit der Freundin geht das eben relativ dementsprechend gut. Und außerdem kann ich dann zeitgleich mit ihr aufstehen, was natürlich auch schön ist. Vor allem, wenn man darauf achten kann, dass der jeweils andere nicht verschläft. Dementsprechend. Wobei davor habe ich es auch nicht so krass praktiziert. Also ja, ich bin später ins Bett und später auf. Aber ich bin nie nach 2 Uhr morgens ins Bett und ich bin auch nie nach 9 oder 10 aufgestanden. Also ich war eigentlich immer relativ schnell aktiv, sag ich mal. Also ich habe jetzt nicht irgendwie den Tag verpennt oder so. Wobei ich auch zugeben muss, dass es mir so, wie es jetzt ist, um einiges besser gefällt. Irgendeiner meiner Lüfter pumpt gerade Vollgas. Ich drehe mal kurz die vorderen ein bisschen weiter auf, aber im Normalfall ist da alles okay. Backe, backe Brote. Bei dem Brot gibt es Tote. Oder so, keine Ahnung. Hoppla. Wir brauchen noch einen zweiten Hof. Ich hier hinbauen. Wenn ich wäre. Ach, zum Glück bin ich das ja auch. Oh. Wir benötigen mehr Soldaten. Wir haben noch zwei Schwerter. Aber ich brauche noch Steine für die Fernkämpfer, fällt mir auch gerade so ein. Wie gesagt, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Schotten so ungünstiges Terrain haben, aber mein Gott. Selbst da gibt's Schlimmeres. Eine Kaserne. Meine Frage, wenn sich im Bauernhof so rundherum die Felder anbaut, mit Korn und so, ist es dann ein Kornkreis? Badum. Ach du Scheiße, war das schlecht. Egal, wenn sich dann, wie gesagt, ein PewDiePie da einfach mal die Kommentare abdreht. Ich meine, er hat's ja mittlerweile gemerkt, dass es nicht geht. Aber aus. Aus irgendeinem Grund wird er sie halt wahrscheinlich auch nicht wieder aktivieren. Und ich weiß auch welchen. Weil es sonst so aussieht, als wäre er irgendwie quasi. Hey, da ist sogar Kohle dabei. Als wäre er da irgendwie schwach geworden oder so, und das will er natürlich auch nicht. Verstehe ich auch, voll und ganz, ohne Frage. Was brauche ich hier? Ich brauche Schafe und Salz. Dann kümmern wir uns zuerst mal um die Schäfchen. Die Schäfchen werde ich hier oben. Das klingt gut. Das klingt nach einem Plan. Das gefällt mir.
Dann bauen wir hier erstmal wieder eine Festung hin. Ohne möglichst wenig, um möglichst wenig Bauern zu verlieren. So rum, so. Was ist jetzt los? Hey, McKenna, sollen meine Männer und ich die ganze Arbeit allein machen? Wo bleibt ihr denn? Diese Piraten sind heimtückisch. Bei uns hier im Norden tobt eine gewaltige Schlacht. Hey, sag mit. McDoyle wird gerade von einem seiner Landsmänner völlig hinters Licht geführt. Das müssen wir taktisch ausnutzen. Sobald McDoyle genug geschwächt ist, ist unsere Zeit loszuschlagen. Ja, ja. Oh, Whisky-Schwaden nebeln mir durchs Hirn. Von mir aus hast du freie Hand, Wüterich. Mach, was dir beliebt. Aha. Was ist denn los da draußen? Es ist nicht mehr gutes Wetter heute. Es ist nebelig, es ist bewölkt, es ist grässlich, es ist einfach nur zum Schlafen. Warum? Warum? Habe ich hier irgendwo auf der Stirn stehen der Let's Player mit dem Traktoreffekt oder so? Oh. Ich fasse es einfach nicht. Aber gut, muss ich auch nicht. Die Bäckerei wird auch nicht gebaut, oder? Nein, okay. Dann hierher. Das sieht ja schon nach einer ziemlich gut funktionierenden Struktur aus. Das gefällt mir sehr gut so. Wir müssten, wie gesagt, auch ein Fleisch kommen, aber das haben wir gleich. Wir haben da oben schon die Schafe. Wir brauchen jetzt nur noch Salz. Und so schwer kann es ja nicht sein, Salz aufzutreiben hier. Theoretisch kann es doch so schwer sein, ja, aber... Wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Die Straße so mitten durch, nein, will ich nicht, garantiert nicht. Genau. Wenn, wie gesagt, ein PewDiePie wirklich der Ansicht ist, er kann sich das leisten und er muss sich das leisten, dann soll er das meinetwegen machen. Aber ich habe eben, wie gesagt, die Befürchtung, / die Angst, dass sich das auf andere YouTuber auswirkt auch. Und... Fragt mich nicht, wie ich drauf komme oder wie ich da dementsprechend bin. Aber ich glaube nicht, dass sich das auf YouTube Deutschland oder YouTube Österreich oder so auswirken wird. Aus ein paar bestimmten Gründen. Punkt 1. Deutsche und österreichische YouTuber sind geologisch abgebrochen. Nein, Spaß. Einfach mal aus dem Grund, dass die... Deutsche, also generell die deutschsprachige Community, auf komplett anderen Mustern und Strukturen beruht, als es die englische tut. Es ist vom Basisprinzip her ein komplett anderes Gefühl, ob ich mich jetzt bei einem englischsprachigen oder deutschsprachigen YouTuber aufhalte.